So Freunde, da bin ich wieder, der Matt Jackson von Android TV, nach wie vor auf dem MWC 2016. Und nachdem bei euch gestern das HP Elite X3 so toll angekommen ist, obwohl es ein Windows Mobile oder Windows 10 Mobile Smartphone ist, will ich mir das jetzt im folgenden Video noch einmal etwas genauer vornehmen. Also nicht abschalten, nach einem kurzen Break geht es los. So Freunde, da bin ich auch schon, wie angekündigt, auf dem HP-Stand und ihr habt es ja mehr oder weniger gefordert. Sehr gut bei euch angekommen, das HP Elite, also Hewlett Packard Elite X3 Smartphone. Kein Android-Smartphone, sondern ein Windows 10 Mobile-Smartphone. Dennoch ist es bei uns auf dem Blog recht gut angekommen und positiv aufgenommen worden, weswegen ich jetzt also hier den Stand aufgesucht habe auf dem MWC 2016 in Barcelona, um euch das Gerät mal ganz schnell von allen Seiten vorzuführen. Ja, augenscheinlich das Größte an dem Gerät, nämlich genau genommen 161,8 mm in der Höhe, 83,5 mm breit und 7,8 mm dick oder dünn, wie man gerne möchte, ist der 5,96 Zoll große, oder das 5,96 Zoll, jetzt habe ich es, oder ich sage einfach 6 Zoll, das ist einfacher, AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass 4. Und es löst auf in Quad HD, das heißt also in dem Fall 2560 x 1440 Pixel. Das ist natürlich schon eine Ansage. Da ist nichts mit Pixel zählen, sondern das ist einfach mal so hochauflösend, dass man da, denke ich mal, nichts erkennen wird oder nur mit einem Makroobjektiv. Gut, schauen wir uns das Gerät aber mal weiter an. Wir haben also hier oben rechts erkennt man vielleicht eine Kamera, die es ermöglicht, die Iris zu scannen, also entsprechend auch Windows Hello entsprechend zu nutzen. Und daneben haben wir eine 8 Megapixel Frontkamera. Den üblichen Lautsprecher hier hinter, wohinter man, also es ist ein Dual-Lautsprecher praktisch, einmal für die Telefonie und einmal auch für den Stereo-Soundeffekt. Sie sollen sogar so sein, dass sie entsprechend, wie man das Gerät hält, in die Richtung auch ein wenig so abstrahlen. Also eine ganz interessante Geschichte. Dann sehen wir also hier noch die Sensoren. Ich weiß nicht, ob man die in der Kamera sehen kann, also das übliche Annäherungs-Beleuchtungssensoren. Und daneben auch eine Multicolor-LED für Benachrichtigung. Ja, sind wir einmal durch auf der Frontseite. Schauen uns mal die Rückseite an. Da sehen wir leider hier aufgrund der Diebstahlsicherung den USB Type-C-Port nicht. Aber ich kann euch garantieren, der ist dahinter. Ich habe, glaube ich, hier neben mir noch ein Gerät. Das kann ich mal da rausnehmen, dann könnt ihr das gerade sehen. Guckt mal hier. Hier seht ihr also USB Type-C. Und nicht nur den Vorteil, dass von beiden Seiten zu nutzen ist, sondern man kann auch noch den schnellen Übertragungsstandard, wird hier unterstützt von 3.1. Das ist also schon mal eine klasse Geschichte. So, jetzt schauen wir uns mal die linke Seite an. Im Übrigen, das Material hier ist Kunststoff, also Polycarbonat. Das Smartphone wiegt 190 Gramm laut dem Datenblatt, fühlt sich aber für mich gar nicht so schwer an. Und ganz besonders ist bei dem Gerät, warum jetzt ihr hier auch keine Öffnung bei dem SIM-Slot seht, der übrigens hybridfähig ist, also Dual-SIM oder eine SIM und eine Speicherkarte zum Erweitern des Speichers, ist, dass es einmal IP67 ist, also staub- und wassergeschützt, und zum anderen auch den Military-Standard hat, und zwar in der Klassifizierung 810 Gustav, was so viel bedeutet, dass es bis aus 1,20 Meter Höhe fallen gelassen werden kann und mit dem Gerät nichts weiter passiert. Vorne unterstützt Corning Gorilla Glass 4, das zusätzlich nochmal diesen Military-Standard, interessante Geschichte. Ja, schauen wir nochmal auf der Oberseite, 3,5 mm Audio-Klinkenbuchse, wie immer 4-Pin-mäßig belegt, sodass man also auch hier mit einem Headset die Mikrofonunterstützung bekommt. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier den Power-Button. Und daneben haben wir die Lautstärke, zwei Lautstärketasten, lauter und leiser, ganz klar, auch aus Kunststoff. Die sind hier relativ weit drin. Der Power-Button, ja, hat ein bisschen Spiel vom Druckpunkt her, ist er super, kann man sich nicht weiter drüber mokieren. Gut, dann schauen wir mal auf der Rückseite. Haben wir einmal hier solche Pogo-Pins. Ich vermute mal, die werden nachher unterstützend für das
für das Dock sein? Nee, sind sie nicht. Dann sind sie vielleicht für ein weiteres Feature, was es später noch gibt, nämlich den mobilen Extender, wobei der auch über Wi-Fi Direct funktioniert, aber vielleicht auch noch zusätzlich hier mit der Connection, da müssen wir gleich nochmal gucken. Erzähle ich gleich nochmal was zu. Erstmal bin ich auf der Rückseite, haben wir eine 16 Megapixel starke Kamera. Hier unten sehen wir das LED-Blitzlicht. Öffnen können wir das Gerät jetzt weiter nicht, aber dahinter befindet sich noch ein 4150 mAh starker Akku. Ja, ansonsten habe ich es ja schon erwähnt und Stefan hat ja auch schon auf unserem Blog über das Gerät berichtet, was entsprechend gut von euch aufgenommen wurde. Was haben wir denn jetzt hier für einen Fakt? Ach, er will jetzt hier gerade mal die SIM-Karte haben. So, starten wir währenddessen einfach mal das Gerät neu und ich gehe noch ein bisschen auf die Technik ein. Wir haben hier einen Snapdragon 820 Quad-Core verbaut. Jetzt werdet ihr sagen, was Quad-Core? Meinst du vielleicht Octa-Core? Nein, ich meine Quad-Core, weil der neue Snapdragon 820 Prozessor mit Kyro-Kernen versehen ist, die also zwar praktisch weniger Kerne haben, aber dadurch auch eine geringere Hitzeentwicklung haben. Wer dazu noch mal mehr wissen will und warum eigentlich auch der 820 deutlich schneller ist als der 810er, der kann das auf unserem Blog noch mal genauer nachlesen. Der Stefan hat dazu mal einen ausführlichen Testbericht verfasst, auf dem das also steht. Mit dem Snapdragon 820 geht in der Regel auch ein Adreno 530 Grafikchip einher, also die GPU. Insofern sind wir da also auch gut aufgestellt. Speicher, also sprich ROM-Flash-Speicher, hat das Gerät 64 GB gleich an Bord und lässt sich, wie gesagt, via MicroSD-Karte noch erweitern. Dadurch, dass es ein Windows 10-Gerät ist und dass es natürlich auch SAT-Power hat, ist es natürlich auch Continuum-tauglich und es gibt auch von Hause aus ein entsprechendes Dock dazu, was noch unterschiedliche Ports hat, zwei USB 3.0 Ports und einen HDMI-Port, einen Micro-HDMI-Port und einen LAN-Anschluss, den Netzanschluss und einige andere Dinge auch. Das Dock gibt es aber nicht standardmäßig dazu, sondern das muss separat gekauft werden. Leider kenne ich da den Preis noch nicht, wie auch nicht von dem Gerät. Es wird so gemunkelt um die 1000 Euro. Der Kollege, mit dem ich hier kurz vorher ein Gespräch führen konnte, hat mir aber gesagt, dass er eher denkt, dass es günstiger sein wird und dass es mit vergleichbaren Geräten in der Displaygröße mithalten kann. Da käme ja dann beispielsweise ein Mate 8 oder ein Nexus 6P oder sowas in Frage. Und die sind ja mal so um die 700, 600 Euro, je nachdem, was man da nimmt. Also vielleicht wird es sogar noch ein bisschen günstiger. Dann hat der Stefan berichtet, dass das also nur IT-mäßig verbreitet werden soll, das Gerät. Also dass man so auf den normalen Betriebswegen gar nicht Zugriff hat. Das ist so nicht korrekt. Das wurde hier verneint auf dem Stand. Man ist sich da noch nicht schlüssig, man ist da auch noch in Verhandlungen, aber man kann sich beispielsweise durchaus vorstellen, dass das Gerät auch bei Amazon zu kaufen sein wird. Also alle Zuschauer und alle Leser bei uns auf dem Blog, keine Panik, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und die Kommunikation auf der Presseveranstaltung von Hewlett-Packard war halt einfach, dass es ein Businessgerät ist. Einfach aufgrund dessen, dass man also auch diesen sogenannten mobilen Extender, also so eine Art Notebook dazu verkauft, was übrigens kein Touch-Display hat, mit einem 12,5 Zoll großen Display und man dort halt eine entsprechende Tastatur hat und auch das Handling ein viel besseres ist und auch nochmal zusätzliche Ports-Anschlüsse hat, was das Ganze halt wesentlich einfacher machen soll. So, ich wollte nochmal gucken, ob ich hier nochmal ein bisschen was über das Gerät in Erfahrung bringe. Ja, Test Operator, okay, Windows 10 Mobile, neueste Betriebssystem ist klar. Ja, sind wir eigentlich im Grunde genommen auch schon durch hier bei dem Gerät. LTE unterstützt es natürlich auch nach Cat 9 und NFC hat es auch mit bei, dass der USB Type-C 3.1 Geschwindigkeit hat, habe ich euch auch schon gesagt. Ja, gibt es im Grunde genommen auch erstmal nicht mehr zu berichten. Das war es erstmal an dieser Stelle. Wir lassen uns das Gerät auf jeden Fall in die Redaktion kommen, gerade auch mit diesem Mobile Extender, also mit diesem Notebook. In Kombination ist das wirklich eine ganz interessante Geschichte, die wir uns natürlich nochmal ein bisschen näher anschauen wollen. Ich gucke gerade nochmal, ob ich bei den Apps nochmal was finde.
Gibt es vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte, die ich noch hinzufügen möchte. Auch eine Sache, die mir der Kollege mitgeteilt hat. Und zwar hat Hewlett Packard die Möglichkeit geboten, die x86-Apps, also die normalen Desktop-Apps, Continuum-fähig zu machen. Also, dass man die so eine Art Universal-Apps, ich weiß nicht, ob sie die Universal-Apps nennen, aber man kann sie halt eben auf dem großen, wenn man das Gerät in das Dock reinsteckt, kann man die wandeln, die normalen 86er-Apps, da gibt es auch einen eigenen App-Store, wo es dann schon mehr Apps gibt, als man sie jetzt von Windows Continuum kennt. Ich gehe hier nochmal kurz durch, um das auch noch gemacht zu haben. Aber das fand ich nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also es ist nicht wie die Windows Bridge, die man abgebrochen hat, wo man iOS und Android-Apps wandeln konnte, sondern es ist halt für tatsächliche Desktops-Apps, die also dann eben auch für den großen Monitor, wenn man das Continuum nutzt, entsprechend darstellen kann. Verkaufsstart soll irgendwie roundabout Ende Sommer sein und Preis, habe ich ja schon gesagt, weiß man noch nicht so genau, aber wie gesagt so 800 bis 1000 Euro und aller Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, auch bei Amazon. Ob Provider das Gerät verkaufen werden, auch nicht ausgeschlossen, aber man gibt dazu noch keine Auskunft. Auf jeden Fall wird es definitiv nicht verneinen. So, das war es jetzt aber auch von mir hier, von Matt Jackson von Android TV, von dem MWC 2016 aus Barcelona. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch was davon haben.